In Heimersheim an der Ahr wohnt Josef Esser, der Schuhmachermeister, 85 Jahre alt. Josef Esser, der heute Schuhreparaturen ausführt, hat früher nur Maßschuhe gefertigt. Für die Filmdokumentation will er noch einmal zeigen, wie ein Schuh von Hand hergestellt wird. Der Film hält die vielen Arbeitsgänge des Schuhmacherhandwerks detailliert fest. Straßenschuh? Ja, so für jeden Tag. Ja, für jeden Tag. Ja, mit einem kleinen Blockabsatz. Ja, das ist gut. Ja, gut. Kann man machen. Dann muss ich dir aber Maß nehmen vorher. Ja. Ich muss den rechten Schuh ausziehen. Mach ich. Ja. So, hinter der Stelle mit dem Fuß drauf, so. Hast du stehen? Ja. Das finde ich ja gut, dass ich durch den Film noch ein paar maßgeschneiderte Schuhe kriege. Tja, wenn nicht so viele Nägel rauskommen. Da wird schon werden. So, das wär's. Schönen Dank. Ja, schnell. Hildegard, so circa 4 Wochen. Ja, das ist gut. Dankeschön. Noch einen schönen Tag. Ja, danke gleichfalls. Tschüss. Wiedersehen. Im Nebenraum lagert der Schuhmacher sein Arbeitsmaterial, zum Beispiel das Leder und die Schuhleisten. Das sind die Innenstützen für den entstehenden Schuh, um die herum das Leder aufgezogen wird. Josef Esser sucht 2 Leisten in Größe 38 aus, das heißt mit der Fußlänge 38 Stiche. Während der Ballenumfang des ersten Leistens mit dem Fußballen der Kundin nicht übereinstimmt, haben Ballen, Spann und Ferse des zweiten Leistens das richtige Maß. Das Muster. Der genaue Umriss des Leistens auf dem Papier ist das Schaftmuster. Nach diesem Muster schneidet der Schuhmacher das Leder für den Schaft. Frei mit der Hand zeichnet Josef Esser die Schaftteile ein. Der spitze Teil vorne ist das Vorderblatt, der andere der Hinterteil oder das Quartier. Beide Teile ergeben zusammen nur eine Hälfte des Schafts. Vorderblatt heißt nicht nur eine Hälfte, sondern ist der gesamte Vorderteil. Deshalb überträgt der Schuhmacher den vorderen Teil des zuvor gezeichneten Musters auf ein gefaltetes Papier. Die Löcher dienen zur Orientierung.
Wenn Josef Esser das Papier ausfaltet, erhält er das vollständige und damit eigentliche Muster für das Vorderblatt. Jetzt kann das Schaftmuster in seinen zwei Teilen getrennt werden. Der Schaft. Nachdem der Schuhmacher das Muster angefertigt hat, sucht er das Leder für den Schaft aus. Für die verschiedenen Schuhteile, Futter, Oberleder, Brandsohle, Laufsohle und Absatz werden verschiedene Lederarten benötigt. Das helle Leder nimmt Esser für das Futter, das graue für das Oberleder. Zuerst schneidet er das Vorderblatt aus. Je nach Schuhart wird die Beschaffenheit des Leders bestimmt. Als Faustregel gilt, für Straßenschuhe nimmt man leichtes Leder von jüngeren Tieren. Bei Arbeitsschuhen hingegen das von älteren Tieren. Für diesen Schuh verwendet Josef Esser Kalbsleder. Nach dem Vorderblatt schneidet Esser die zwei Hinterteile aus. Für das Futter verwendet er dasselbe zweiteilige Schaftmuster. Die Leistenmacher lieferten früher die Leistenrohlinge, die der Schuhmachermeister nach vorgegebenem Maß anfertigte. Es gab aber auch fertige Serienleisten zu kaufen, die der Schuhmacher passend machen musste. Er arbeitete sie auf, indem er sie an der nötigen Stelle zum Beispiel mit Leder aufbaute. Wenn Josef Esser das Leder für den Schaft im Lagerraum zugeschnitten hat, arbeitet er an seinem Werktisch weiter. Das Zuschneidebrett ist aus Kopfholz der Linde oder Birke hergestellt und besteht aus mehreren Teilen, die zusammengeleimt werden. So kann das Messer in das weiche Holz eindringen und dabei nicht ausbrechen oder stumpf werden. Für die nächsten Arbeitsgänge muss der Schuhmacher das Messer schärfen. Zuerst auf dem Abziehstein, dann für den feineren Schliff auf dem Abziehriemen. Um die Lederteile weiter zu bearbeiten, ist es wichtig, die Kanten, die später an dieser Stelle umgeschlagen oder mit anderen Teilen verbunden werden, auszuschärfen. Dieser Vorgang heißt bei den Schuhmachern Egalisieren oder Rangieren der Kanten. Zuerst verbindet Josef Esser die zwei Hinterteile an der Ferse miteinander. Vorher klebt er sie zusammen, damit beim Nähen das Leder nicht verrutscht, und lässt sie kurz trocknen.
Die Löcher auf dem Vorderblatt des Futters dienen dazu, die beiden Hinterteile exakt aufzulegen. So. Weil das Futter aus fehlerhaftem Kalbsleder besteht, das im Vergleich zum Oberleder ziemlich dünn ist, braucht es nicht ausgeschärft zu werden. Auf der Nähmaschine steppt Josef Esser zuerst die Hinterteile des Oberleders an der Stelle, wo er sie vorher zusammengeklebt hat. Im Gegensatz zum Oberleder werden alle Schaftteile des Futters miteinander gesteckt. Esser streicht die Hinterteile des Oberleders mit Klebe ein und lässt sie kurz trocknen, um sie später, wie bei Kleidungsstücken, umzuschlagen. Das fertiggestellte Futter zieht der Schuhmacher mit der Zwickzange über den Leisten und heftet es anschließend mit ein paar Nägeln fest. Die inzwischen getrockneten Kanten schneidet Josef Esser ein, damit das Leder beim Umschlagen gut aufliegt. Diesen Arbeitsgang nennt der Schuhmacher die Kanten umbucken. Die umgebuckten Teile des Leders entsprechen dem Saum bei einem Kleidungsstück. Thank you.
Das Vorderblatt, das Esser vorher ebenfalls egalisiert hatte, wird nur in der Mitte umgebuckt. Die äußeren Teile werden mit den zwei Hinterteilen über die Orientierungslöcher verbunden. Deshalb ist ein Umbucken hier nicht erforderlich. Mit dem Sticheisen oder Pinheft sticht Josef Esser die Löcher ein. Wie das Futter werden auch die Schaftteile des Oberleders zusammengeklebt und anschließend auf der Nähmaschine gesteppt. Wenn Oberleder und Futter fertiggestellt sind, näht der Schuhmacher sie zusammen. Vor der Verbreitung der Nähmaschine Ende des 19. Jahrhunderts mussten die Schuhmacher die Stepparbeiten selbst mit der Hand ausführen. Mit dem Biesenhobel entfernt Josef Esser die überstehenden Teile des Futters. Brandsohle und Kappen. Damit der Schuh an Spitze und Ferse stabil ist, legt der Schuhmacher zwischen Futter und Oberleder eine Vorder- und eine Hinterkappe aus Leder ein. Dazu muss er ein Muster erstellen, das er frei mit der Hand ausschneidet. Die Vorderkappe an der Schuhspitze ist kleiner als die Hinterkappe. Das Leder für Brandsohle und Kappen wird meist aus dem Bauch, manchmal aber auch aus dem Hals einer Rinderhaut entnommen, weil diese besonders stark ist. Im Vergleich zu der Kernhaut für das Oberleder sind Hals- und Bauchteile der Rinderhaut minderwertiger. Wenn alle Schaftteile vorbereitet sind, heftet der Schuhmacher die Brandsohle mit drei Nägeln auf den Leisten.
Sorgfältig schneidet Esser das Leder genau nach dem Umriss des Leistens. Das Brandsohlen- und Kappenleder war vorher in Wasser eingeweicht. Im nassen Zustand lässt es sich besser verarbeiten. Auch die Kanten der Kappen muss der Schuhmacher ausschärfen, damit ein Ausgleich geschaffen wird. Das Arbeitsmaterial und die Werkzeuge an der Wand dienen heute nur noch der Reparaturarbeit. Wenn die Kanten ausgeschärft worden sind, schabt Esser das Kappenleder auf der Vorder- und Rückseite mit einer Glasscherbe glatt. Bevor er die Hinterkappe zwischen Futter und Oberleder einlegt, streicht er sie, wie alle anderen Lederteile bisher, mit Klebstoff ein. Zwischen Vorder- und Hinterkappe legt Esser an den Seiten des Schafts eine Verstärkung ein, die Überstämme. Diese sollen später das Oberleder des Schuhs schonen. Jetzt kann der Schuhmacher den Schaft über den Leisten ziehen und ihn an die Brandsohle heften. Dazu benutzt er wieder die Zwickzange. Futter und Oberleder werden mit Stahlnägeln festgezwickt.
In der Zeit, als Josef Esser noch Maßschuhe fertigte, half ihm ein Geselle bei der Arbeit. Esser stellte den Schaft her, der Geselle arbeitete an der Fertigstellung des Schuhs. Seine Kunden kamen aus Heimersheim, aber auch aus der näheren Umgebung. Anfang der 50er Jahre, als Esser hier seine Werkstatt neu einrichtete, waren in Heimersheim 4 weitere Schuhmacher tätig. Heute ist er der Einzige. Um die Vorderkappe einzulegen, muss Esser die Nägel vorne entfernen und das Oberleder zurückschlagen. Wenn der Schuhmacher die Vorderkappe auf das Futter aufgeklebt hat, hält er sie provisorisch mit einem Nagel fest und zwickt sie dann über den Leisten. Für die Zwickarbeit verwendet der Schuhmacher 2 Zwickzangen. Eine mit schmalen und die andere mit breiten Backen. Je dichter die Nägel, desto schmaler muss die Zange sein. Nach dem Festzwicken bedarf die Kappe einer Trockenzeit von 3 bis 4 Stunden. Diese Zeit wollen wir für ein Gespräch mit Herrn Esser im Wintergarten nutzen. Herr Esser, nun erzählen Sie uns ein bisschen über Ihr Privatleben. Wann haben Sie zum Beispiel Ihr Beruf erlernt und warum gerade das Schuhmacherhandwerk? Tja, Ende 1919 bin ich aus der Volksschule entlassen, nach 8-jähriger Schulzeit entlassen worden. Und da musste ich leider Geld verdienen, weil wir in ärmlichen Verhältnissen gelebt haben. Mhm. Und bin dann hier am Apollinarisbrunnen beschäftigt gewesen, längere Zeit. Und die Arbeit hat mir nicht zugesagt, auch nicht gefallen, weil ich immer einen Handwerksberuf erlernen wollte. Dann hat sich dann zufällig ergeben, dass mein Vater einen Bekannten hatte,
der Schuhmacher war. Und da haben wir da eines Tages einen Besuch gemacht. Ja. Und dann habe ich gleich zugegriffen und habe gesagt, ich möchte den Beruf erlernen. Mhm. Und haben Sie dann die Gesellenprüfung abgelegt bei ihm? Anschließend habe ich dann die Gesellenprüfung gemacht. Ja. Und was kam danach? Und dann bin ich in der näheren Umgebung bei einigen Meistern als Geselle tätig gewesen. Ja. Und bis eines Tages durch Zufall mir eine Stelle, eine Gesellenstelle in Köln angeboten wurde. Und das habe ich dann auch wahrgenommen. Mhm. Und habe dann in Köln als Schuhmachergeselle gearbeitet. Mhm. Mhm. Und wie lange haben Sie dann als Geselle in Köln gearbeitet? 3 Jahre habe ich dort als Geselle gearbeitet. Und durch Zufall war es so, dass ich eine Werkstatt kaufen konnte. Und habe dann auch die Werkstatt gekauft und ab dann selbstständig in Köln gearbeitet. Haben Sie sich selbstständig gemacht dann? Ja. Also, ja. Und als Sie sich selbstständig gemacht haben, mussten Sie doch irgendwann mal auch ans Heiraten gedacht haben, oder? Ja. Wann haben Sie denn Ihre Frau kennengelernt? Sie haben bei einem Ausflug hier eine Kirmes mitgemacht und wie so üblich haben sie dann kennengelernt. Bis auf den harten Tag. Das ist aber sehr schön. Haben Sie auch Kinder? Ja, 2 Söhne. Und ist einer von beiden Schuhmacher geworden? Der Jüngste hat bei mir eine Lehre gemacht, hat auch Gesellenprüfung abgelegt. Mhm. Und dann hat es dem nicht mehr zugesagt. Aus wirtschaftlichen Gründen war schon vorauszusehen, dass das Schuhmacherhandwerk nicht mehr rentabel war. Mhm. Und hat dann was anderes denn gelernt. Mhm. Wann haben Sie die Meisterprüfung abgelegt? Im Jahre 1933. So, jetzt muss ich aber gehen, meinen Pflichten nachkommen. Dankeschön, Frau Esser. Wie war der weitere Verlauf? Ein Jahr später habe ich dann im Bürgerhospital in Köln einen Kursus in der Orthopädie mitgemacht. Mhm. Und habe dann anschließend in der Werkstatt, anstatt normale Schuhe, Maßschuhe anzufertigen, vorwiegend orthopädische Schuhe angefertigt. Ja, und wie lange haben Sie dann in Köln gearbeitet? Bis 1944. Aha. Ja. Da kam der Krieg. Was war denn? Wurden Sie eingezogen? Eingezogen direkt nicht. Ich kriegte ja den Gestellungsbefehl. Ja. Und also wurden freigestellt? Und wurde dann über die Innung. Ja. Ja. Und wann haben Sie denn hier gearbeitet, in dieser Werkstatt? Ja. 1953 haben wir das Haus hier gekauft. Dann habe ich anschließend die Werkstatt angebaut und habe dann hier gearbeitet. Mhm. Und wie konnten Sie das finanziell regeln? Haben Sie denn Werkzeuge alle kaufen müssen oder wie haben Sie das gemacht? Über Darlehen und Werkzeuge oder auch teils Maschinen von anderen Kollegen billig erworben und so weiter. So konnten Sie die Werkstatt aufbauen? Mhm. Habe ich dann klein angefangen. Ja, und haben Sie denn in den ersten Jahren auch neue Schuhe angefertigt? Die ersten Jahre ja. Mhm. Und das hat sich aber dann schnell erledigt und nicht mehr gelohnt, weil durch die Technik die Schuhe so billig verkauft wurden und da war kein Verdienst mehr zu erwarten. Mhm. Und dann sind Sie langsam zur Schuhreparatur übergegangen? Ja, weil anders für nichts übrig blieb. Ja. Und habe dann weiter Schuhreparaturen ausgeführt. Ja, ja. Herr Esser, Sie sind ja 1905 geboren. Also müssen Sie schon seit ein paar Jährchen Rentner sein. Und Sie arbeiten trotzdem weiter. Stimmt, bin ich ja auch. Und seitdem, dass ich Rentner bin, habe ich die Werkstatt umgestellt. Und zwar nur noch 3 Tage in der Werkstatt, 3 Tage im Garten. Ja. Ich habe gesehen, Sie haben einen wunderschönen Garten. Ja. Was pflanzen Sie denn da an? Alles. Ich ziehe die Pflanzen selber und Gemüse aller Arten, außer Fleisch und Butter und dergleichen, was ich kaufen muss. Ja.
Nun kann Josef Esser an dem Schuh weiterarbeiten. Das Oberleder muss faltenfrei über den Leisten gezogen werden. Mit dicht eingeschlagenen Nägeln zwickt der Schuhmacher schließlich den Schaft zu Ende. Ein gleichmäßiges Zwicken ermöglicht eine saubere Schaftkante und erleichtert die spätere Montage der Laufsohle. Wenn Josef Esser diesen Schuh fertiggestellt hat, wird er das Gegenstück dazu fertigen. Die Unterscheidung von rechten und linken Schuhen setzte sich erst Anfang des 19. Jahrhunderts durch. Vorher stellten die Schuhmacher zwei gleiche Schuhe über einen Leisten her. Die Passform musste sich jeder für seine Füße zurechttreten. Bevor der Schuhmacher den Schaft einbindet, muss er das Nähgarn aus Hanf herstellen. Die Länge des Fadens hängt von der Armspannweite des Schuhmachers ab. Esser nimmt die vierfache Länge, um eine bestimmte Stärke des Fadens zu erhalten. Die vier Hanfenden zupft Esser mit dem Messer aus, sodass die einzelnen Fäden ungleich lang werden. Dadurch kann er sie später dünn und spitz zusammendrehen. Um den Faden zu verstärken, bestreicht ihn der Schuhmacher mit Pech. Daher auch die spezielle Bezeichnung des Schuhmachergarns als Pechfaden. So wie beim Nähgarn rollt Esser das gezupfte und gepichte Garnende so lange, bis es dünn und spitz geworden ist. Zum Einbinden dient die Borste eines Wildschweins als Nadel. Der Knie- oder Spannriemen hält den Schuh zwischen den Knien fest und so behält der Schuhmacher beide Hände frei zum Arbeiten. Er stellt den Riemen selbst her, weil seine Länge von seiner Körpergröße abhängt. Knieriemen, Pechfaden und Aale sind die wichtigsten Werkzeuge beim Einbinden. Die Schweineborste muss steif sein, damit sie, ohne sich zu biegen, in die kleine Öffnung gleitet. Bevorzugt werden Borsten vom Nacken älterer Wildschweine, weil diese besonders stark sind.
Wenn die Naht fortschreitet, werden die anfänglich gesteckten Nägel, die die Teile provisorisch zusammengehalten haben, nach und nach entfernt. Mit dem speziellen Schuhmacherhammer klopft Esser die Naht immer wieder glatt. Nächster Arbeitsgang ist, den Schuhrahmen entlang der Bodenkante einzusetzen. Der schmale Lederstreifen muss, wie alle anderen Lederteile, zur weiteren Verarbeitung vorher 2 bis 3 Minuten in ein Wasserbad getaucht werden. Damit der Rahmen an der Schuhspitze gut aufliegt, muss das Leder dort eingeschnitten werden. Auf dem Arbeitsständer klopft Josef Esser anschließend den eingeschnittenen Rahmen mit dem Hammer glatt. Alle Teile, die der Schuhmacher durch Naht oder durch Nägel miteinander verbindet, werden vorher mit Klebstoff eingestrichen. Weil es diesmal bleibende Nägel sind, verwendet Esser zum Befestigen Holzstifte.
Unebenheiten müssen immer wieder ausgeglichen werden. Auf dem Absatzteil wird Esser eine Gelenkverstärkung aufkleben, die dem Fuß Stütze geben soll. Den Raum zwischen Brandsohle und Laufsohle füllt später eine Ausbaumasse aus. Für beide Teile erstellt Esser ein Muster. Esser verwendet dafür Abfallleder. Ein Holzkeil auf den Absatzteil, die Gelenkfeder, dient als Fußstütze. Beim Kleben von größeren Flächen benutzt Josef Esser den Flüssigkleber. Für kleinere Flächen den festen Kleber aus der Dose. Esser stellte früher die flüssige Gummilösung selbst her. Nach einer Trockenzeit von 5 bis 10 Minuten legt Esser das Gelenk ein, darüber die Gelenkverstärkung. Anschließend klebt er die Ausbaumasse auf. Mit leichten Schlägen glättet er das Leder. Dafür ist die runde Seite des Hammerkopfes geeignet, die beim Klopfen das Leder nicht beschädigt. Drei Nägel halten die Gelenkverstärkung zusätzlich fest. Die Kanten von Ausbaumasse und Gelenkverstärkung müssen ebenso ausgeschärft werden. Als Ausbaumasse eignet sich am besten Filzstoff oder auch einfacher Stoff, also ein Material mit Elastizität. Man kann auch Abfallleder nehmen, so wie in diesem Falle. Thank you.
Die Laufsohle. Für die Laufsohle, die die ganze Unterseite des Schuhs decken soll, nimmt man in der Regel das Leder aus der Kernhaut der Kuh. Auch dieses Leder wurde vorher in Wasser eingeweicht, denn nur so kann der Schuhmacher es verarbeiten. Mit Hilfe des Spannriemens und mit Hammerschlägen drückt Josef Esser die Laufsohle auf die Schaftunterseite fest. Wenn die Laufsohle richtig aufliegt, schneidet er sie genau nach dem vorgezeichneten Umriss. Früher wurden Sohlen und Brandsohlen manchmal von einer Stanzerei gefertigt und für die Weiterverarbeitung vorgerichtet. Drei Haftnägel halten die Laufsohle provisorisch fest. Auf den Laufteil der Sohle markiert der Schuhmacher eine Linie für die Naht und schneidet entlang dieser Linie das Leder ein. Mit dem Rissöffner reißt er dann zum Vertiefen der Naht das Leder aus.
Das Zierrad markiert die vorgesehenen Nahtstiche auf dem Rahmen. Esser erhitzt es vorher, damit es auf dem Leder Spuren hinterlässt und dadurch die Markierung sichtbar wird. Nun vernäht der Schuhmacher die Laufsohle mit dem Rahmen. Für die Naht sticht Josef Esser mit der Ahle Loch für Loch vor. Dabei müssen die Löcher so fein wie möglich sein, um das Leder nicht zu beschädigen. Der Pechfaden ist für diesen Arbeitsgang mit einer Wildschweineborste an beiden Enden versehen. Die Seife erleichtert das Einstechen in das Leder. Diese Arbeit erfordert Konzentration und Körperkraft, denn der Schuhmacher muss die Naht gleichmäßig ausführen und dabei den Faden kräftig spannen. Bei der Borstenführung muss die zuletzt durchgezogene Borste immer unten sein. Nur so erreicht man eine einwandfreie, saubere Naht, bei der die Stiche gleichmäßig schräg liegen. Mit der abgeflachten Spitze des Hammerkopfes drückt der Schuhmacher die Naht zu und klopft sie anschließend mit der runden Seite flach. Durch das Klopfen wird die Naht verdeckt und dadurch vor dem Verschleiß geschützt. Mit dem Spitzknochen glättet Josef Esser den Rahmen. Zum Schluss schneidet der Schuhmacher vorsichtig die Sohle nach der Schuhform.
Zum Schutz des Oberleders verwendet er einen Hornspan. Der Absatzteil der Sohle wird nicht vernäht, sondern mit Pinnen genagelt. Zur Markierung zeichnet Esser eine Linie ein. Mit der Raspel entfernt der Schuhmacher nun die überstehenden Holznägel. Der Absatz. Als Schablone dient ein Gummifleck, der als oberste Lage auf dem Absatz liegen wird. Der Absatz besteht aus mehreren Unterflecken und dem Oberfleck. Josef Esser zeichnet mehrere Umrisse ein, die er nicht gleichmäßig, sondern in verschiedenen Größen schneidet. Der unterste Lederstreifen des Absatzes ist der größte. Dann verjüngen sich die anderen Flecken nach oben. Wie das Brandsohlen- und Kappenleder stammt das Absatzleder aus dem Hals oder Bauch einer Kuhhaut. Bei den unteren Absatzflecken verwendet der Schuhmacher Holzstifte, damit sie beim späteren Ausschärfen des Leders abgeschnitten werden können. Das Leder muss in der Mitte ausgeschärft werden, um eine glatte Fläche zu erhalten. Esser schneidet anschließend den Absatzfleck genau nach der Sohle.
Die weiteren Absatzflecken werden in gleicher Weise bearbeitet. Nach dem dritten Fleck überprüft Josef Esser mit dem Lineal die Höhe des Absatzes. Sie ergibt sich aus der Form des Leistens. Josef Esser stellt fest, dass noch eine Lage nötig ist. Den obersten Fleck befestigt er mit Stahlnägeln. Sie tragen zur Stabilität des ganzen Absatzes bei. Immer wieder muss er den Absatz passend schneiden. Mit dem bloßen Auge prüft der Schuhmacher die Form des Absatzes, die zu dem ganzen Schuh passen soll. Dagegen ist die Verjüngung der Absatzhöhe eine Frage ästhetischer Form. Sie hängt von der Modeentwicklung ab. Auf den letzten Absatzfleck klebt Josef Esser als Oberfleck den Gummi auf, der sich nicht so schnell abläuft wie das Leder. Die ersten Gummiabsätze kamen in den 30er Jahren auf. Vorher wurden die Absätze wegen der Haltbarkeit mit speziellen Schuhnägeln, Eisenplättchen und Absatzeisen versehen. Der angefertigte Schuh ist immer noch ein Rohling, der weiterbearbeitet werden muss. Zuerst schneidet der Schuhmacher den gesamten Absatz passend zum Oberfleck. Beim Abraspeln soll der Hornspan wieder das Oberleder schützen. In gleicher Weise wird die ganze Schuhkante bearbeitet. Das Raspeln hinterlässt raue Stellen, die noch beseitigt werden müssen. Sie werden mit der Kante einer Glasscherbe ausgeglast und dadurch völlig geglättet.
Da die zu bearbeitenden Teile aus hartem Leder bestehen, erleichtert das Anfeuchten des Leders diese Arbeit. So lässt es sich besser glätten. Nach der Schuhkante wird die Sohle ausgeglast. Die Glasscherbe muss an der Bruchkante gewölbt sein, um das Leder nicht zu beschädigen. Das Brechen der Glasscherbe erfordert eine gewisse Fertigkeit. Mit der Glasscherbe entfernt Josef Esser den Ledernarben, das heißt die Oberschicht des Leders, damit die Sohle nicht brüchig wird. Glaspapier wird der Sohle und dem Absatz der letzte Schliff gegeben. Das Randmesser egalisiert den Rahmen, das heißt, es bringt ihn auf eine gleichmäßige Stärke. Anschließend glättet und poliert der Schuhmacher mit verschiedenen Putzwerkzeugen die einzelnen Teile von Sohle und Absatz. Diese Teile werden heute bei den Reparaturarbeiten mithilfe der Ausputzmaschine geschliffen und poliert. Die Ausputzmaschine hat Josef Esser Ende der 70er Jahre angeschafft. Mit dem passenden Schnitteisen glättet Esser die Sohlenkante des Laufteils. Ausputzmaschinen, mit denen heute das Glätten und Polieren mühelos durchgeführt wird, gab es bereits in den 40er Jahren, aber nur vereinzelt. Das Gelenkeisen.
das Absatzkanteneisen. Der Absatzbolzen. Wenn Absatz und Sohle gut geglättet sind, müssen sie noch poliert werden. Für diesen Arbeitsgang benutzt der Schuhmacher dieselben Werkzeuge wie beim Glätten. Wenn Josef Esser Sohle und Absatz poliert hat, bearbeitet er den Rahmen mit dem Zierrad. Ein Muster wird eingraviert, das dem Schuh ein schönes Aussehen verleiht. Zum Schluss poliert Esser die Sohle mit der Glätteschiene. Nach der Ausputzarbeit holt der Schuhmacher mit dem Leistenhaken den Leisten heraus. Um die überstehenden Holznägel im Schuhinnern zu entfernen, verwendet Esser den Pinnlöffel. Durch das Abraspeln ist das Innenleder rau geworden. Deshalb muss der Schuhmacher noch die Decksohle anfertigen, die diese unglatte Seite bedecken soll. Eine alte Decksohle dient hier als Vorlage. Wenn ein Brandsohlenmuster vorhanden ist, wird dieses genommen. Für die Decksohle verwendet Josef Esser fehlerhaftes Oberleder. Nach ca. 15 Arbeitsstunden ist der Schuh fertig.